Heute wird er als Oskar-Schindler Boliviens bezeichnet. Doch jahrzehntelang ist seine Geschichte ein gut gehütetes Geheimnis. 1921 wandert Moritz Hochschild, ein aus dem hessischen Biblis stammender Jude, nach Südamerika aus. Hier wird er zum erfolgreichen Bergbauunternehmer. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, hilft er tausenden Menschen, vor den Nationalsozialisten in Europa zu fliehen. Bis zu seinem Tod wahrt er dieses Geheimnis. Erst im Jahr 2000 werden in seinen alten Akten Dokumente und Briefe gefunden, die belegen, dass er jüdische Familien nach Bolivien schmuggelte. Es ist wundervoll. Ich danke Bolivien dafür, dass sie die Türen für Juden geöffnet haben. Es war eines der wenigen Länder, das Kriegsflüchtlinge willkommen hieß. In den 1940er Jahren gibt es 15.000 Juden im Land. Heute sind es nur noch 500. Die Kinder gehen, sobald sie die Schule fertig haben, zum Studieren ins Ausland. Es gibt keine jüdische Zukunft für sie hier. Warum? Weil es immer weniger von uns gibt. Dieses Museum im Zentrum des Landes will die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Bolivien bewahren. Eine Gemeinde, die es ohne die Hilfe von Moritz Hochschild wahrscheinlich nie gegeben hätte.